Willkommen zurück, ihr Schmübs. Heute haben wir mal wieder ganz tolle neue Sachen freigeschaltet, nämlich Lemmy Cooper. Wie viele Cooper-Kinder haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4. Ja, 4 noch ein paar. Aber wir spielen heute Cooper. Ihr wisst schon, der aus dem ersten Gegner, der zweite Gegner tatsächlich aus Super Mario Bros. Und, oh, wir haben kleine Türkisreifen freigeschaltet. Wir haben kleine Reifen, wir haben kleine Türkisreifen. Dann fahren wir die auch mal. Boah, sieht das doof aus. In der Kombination? Ich weiß das gar nicht. Ne, ich weiß gar nicht, dazu passen die Reifen. Aber die Reifen hatte ich ja schon. Ich meine, es gibt drei Mercedes-Kartteile, aber es gibt nur einen Mercedes-Reifen-Teil. Deswegen, ich glaube, ich gehe davon aus, aber ich bin der Überzeugung, wenn es Mercedes ist, muss es auch das sein. Sonst geht das nicht. Guck mal, wie das aussieht. Diese kleinen Reifen sehen echt doof aus. Das gibt den Blue Falcon. Da kann man die nehmen. Da kann man die Reifen eh nicht sehen. Ich meine, da kann ich... Okay, man sieht die minimal. Wenn ich jetzt so fette Reifen nehme, ja, dann sind die schon sichtbar. Ich glaube, so kleine Türkisreifen, das passt wunderbar dahin, weil Blue Falcon, das ist ja eh der richtige Blue Falcon. Das Auto, was Captain Falcon fährt, das ist ja seins. Ich glaube, das ist eh nicht, hat, glaube ich, in Wirklichkeit eh keine Reifen, sondern schwebt mehr oder weniger. Also so mit solchen Düsen, wisst ihr, sowas. Das ist ja, naja, ein Rennspiel aus der Zukunft im Prinzip, spielt gar nicht in unserer Zeit. Ich meine, die Dinger können bis zu 900 km/h fahren oder sogar noch mehr, ich glaube sogar über 1000. Bei F-Zero. Ja, und hier können wir jetzt einfach das Blue Falcon fahren. Der wird jetzt keine 900 km/h fahren. Kann ich schon mal groß ankündigen. So, das ist die Wario Arena aus Mario Kart DS. Und wenn ihr die Strecke aus Mario Kart DS kennt, dann werdet ihr auch jetzt... Also dann werdet ihr auch merken, wie krass besser das hier aussieht. Wie neuer in cooler HD-Grafik und so weiter. Und natürlich auch ein paar Veränderungen mit sich bringt. Mario Kart DS, das habe ich ja damals Let's Played. Eins meiner allerersten Let's Plays, da war ich noch kleine 16 Jahre alt. Hatte noch eine hohe Stimme. Nicht so hoch, aber... Also jetzt nicht so eine Kinderstimme, aber schon so... Ja, Tag Leute. Hier spielen wir wieder Mario Kart DS. Ungefähr so. Ich weiß es nicht, ich kann mich selber auch schlecht nachmachen. Vielleicht kann ich es doch nicht so schlecht, aber... Ich weiß nicht, ich will es nicht. Oh fuck, Alter. Oh nein, wieso habe ich es nach vorne geworfen? Ich hätte mich damit schützen sollen. Ich wusste es auch nicht, dass ich dann direkt wieder abgeknallt werde. So, jetzt haben wir hier so eine kleine Antigravitationsparcours-Nummer. Ja, Blue Falcon ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass Mario Kart vorkommt, denn in Mario Kart Wii konnte man das Auto auch schon fahren. So, da war es halt noch so, da konnte man sich erstmal Kartteile nicht aussuchen und da konnte nicht jeder jedes Auto fahren. Wie geht das ja, glaube ich? Dass jeder einfach eine Version von jedem Auto fahren kann. Da konnte nur die kleinen, so die Leichtgewicht-Leute, die fahren, wie Cooper, Baby Mario und sowas. Hier das für irgendwen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Okay, hier. Komm mal voll rüber und der macht voll die coolen Stunts. Oh, ich habe einen Windschatten bekommen irgendwie. Das ist ja super. Koopa. Es gibt aber keinen Para-Koopa mehr. Den gab es ja als Fahrer in Mario Kart Double Dash. In Kombination mit Koopa halt. Aber wahrscheinlich haben nicht gedacht, Para-Koopa ist nur Koopa. Wieso habe ich meine Banane weggetan? Jetzt habe ich... Das habe ich wohl davon. Jetzt habe ich... keinen Schutz mehr. Wieso hat der nach rechts gedriftet? Ich habe eindeutig nach links driften wollen. Hoffentlich war das ein Einzelfall. In Mario Kart 7 hatte ich das oft, dass er irgendwie in die andere Richtung gedriftet hat. Wo ich eindeutig die andere gedrückt habe. Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie was hier jetzt auch passieren wird. Weil eigentlich hatte ich nicht die Erfahrung, dass das hier auch so war. Aber gibt ja immer wieder kleine Ausnahmen, ne? So, mal sehen, ob wir uns auf dem ersten Platz halten können. Ich finde, an sich steuert sich auch das Auto, weil ich fahre, angenehm gut. Hat jetzt keine großen Komplikationen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Dings gezeigt habe, die Werte von dem Auto. Oh, hoppala. Ich sag, er steuert sich gut, aber ich fahre selber scheiße, also. Aber ist das keiner hinter mir, oder? Also schon, klar. Es sind 11 Leute hinter mir, aber mit Abstand so ein bisschen. Dann ist ja gut. Ich fahre jetzt selber meine Banane. So. Cool, wir haben es geschafft, zumindest am Erster zu werden. So, Shiger ist Zweiter und Yoshi Dritter. Das sehe ich beide als Rivalen an. Ich habe auch echt gelesen, es gibt so ein bisschen ein Rivalensystem in diesem Spiel. Das heißt, wenn ich einen bestimmten Charakter spiele, dass es wahrscheinlicher ist, dass es zwei bestimmte Charaktere gibt, die
mit dabei sind und immer so mit auf Platz 1, 2 so rumhängen. So, jetzt haben wir Sorbeland aus Mario Kart Double Dash, von dem Spiel habe ich ja gerade geredet. Manchmal überspringe ich die Sequenzen, manchmal nicht. Ich weiß gar nicht, ich denke da gar nicht dran. Das ist interessant, weil das habe ich echt erst auf der, im Originalspiel vor ein paar Tagen gezockt. Und ja, hier sieht es auf jeden Fall schon besser aus. So, was man hier kann, was man bei Double Dash nicht kann, einfach ins Wasser rein. Und dann dadurch cruisen. Neuer Weg. So, ich habe keine Münzen, jetzt habe ich mal eine. Wäre schon cool, wenn ich mal ein paar Münzen kriegen kann. So, und ich glaube, die Rivalengegner, die sich da aussuchen, haben schon so ein bisschen Verstand. Ich meine, in dem Fall habe ich jetzt Shy Guy als Gegner. Und Shy Guy ist ja auch, ich sag mal so, einer von Bowsers Untertanen, so wie Koopa. Und Yoshi ist ja einer der Shy Guys und, hier kann man noch runter, und Koopas Frist, ne? Also, denke ich mal, ist das insofern so ein Hintergedanke dabei. So, es gibt viele Unterwasserwege, die wir hier fahren können, die im Original noch nicht möglich waren. So, ich kann auch hier so... Ne, kann ich nicht. So, ab Stunts machen. Ist auch nicht. So, wir können auch den normalen Weg fahren. Die sind Shy Guys, die Schlittschuh laufen. Oh ja, Geld. Geil. Nein, du nicht. Boah, der hatte drei Pilze, dieser Motherfucker. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. So. Und das für dich. Sniped. Nein, nicht wirklich, leider. Oh, kriege ich den ab? Nein. Okay, hier haben wir diese Eisblöcke, die man kennt aus Mario Brothers, dem Arcade-Game. Ja, klar, ich bin seit 2 Sekunden Erster. Was muss mir passieren? Das. Wenigstens wurde Yoshi mit erwischt. Dreckig. Und das auch noch. Okay. Das kommt auch noch dazu. Aber wir sind immer noch Erster. Was ich gerade auch gemacht habe, das habt ihr vielleicht bemerkt, weiß es nicht, ich habe die Münzen, die ich hatte, behalten, bis ich getroffen wurde, um die danach einsetzen zu können sofort, damit ich schneller wieder auf eine höhere Münzenzahl komme. So ein bisschen taktischer vorgehen, was auch echt eine Neuerung in diesem Spiel ist, muss man ja auch sagen, darauf bin ich auch gar nicht eingegangen bis jetzt, ist, dass man Items nicht mehr so schnell verlieren kann. Das heißt, wenn ich von einer Explosion getroffen werde, sind meine Items nicht mehr weg. Wenn ich runterfalle, sind Items auch nicht mehr weg. Ich glaube, wenn ich vom Blitz getroffen werde, dann... Ja, dann weiß ich gar nicht, ob die weg sind. Kann sein, dass ja, kann sein, dass nicht. Im jeden Fall in früheren Mario Karts, in den ersten war es auch nicht so, da war es auch so ein bisschen wie jetzt. Aber ich sag mal jetzt so, Mario Kart, ich glaube 7 lockt er noch. Und Mario Kart Wii auf jeden Fall. Da waren Items ganz schnell weg, wenn man von irgendwas erwischt wurde. Klar, von einem, wenn eine Banane ausrutschen oder von einem grünen Panzer oder roten Panzer getroffen werden, vielleicht nicht so, aber... Meine Explosionen runterfallen, Blitz, vom Stern getroffen werden, vom Kugelwilli erwischt werden, das sind Items immer weg. Hier weiß ich gar nicht mal, jetzt alle, die ich genannt habe, ob das auch so ist, dass es irgendwas gibt, was ein Item rauben kann. Aber auf jeden Fall hat man die schon mal konstanter mal. Das heißt, man kann die dann auch direkt nochmal einsetzen. Jetzt haben wir die Instrumentalpiste aus Nintendo 3DS, Mario Kart 7. Da haben wir diese Dinger, die hier hüpfen. Ich muss sagen, die Strecken aus Mario Kart 7, die es hier gibt, die sehen halt dem Original noch auf jeden Fall ziemlich ähnlich. Boah, ein Schluck auf. Ja, danke Yoshi dafür. Weil ich meine, gut, das kam 2011 raus und das Spiel hier kam 2014 raus. Was will man in 3 Jahren so ganz groß ändern jetzt, ne? Klar, das ist jetzt in HD alles. Nicht mehr in so einer, ich sag mal, im Vergleich billigen 3DS-Grafik. Aber trotzdem. Ich meine, das ist jetzt auch keine Kritik oder so. Ich finde das jetzt auch nicht schlimm. Ich finde es ganz okay. Ich mag beides. Sowohl wenn es noch aussieht wie vorher, als auch wenn nicht. So, wir müssen vor diesen fetten Notenblöcken aufpassen. Ich erinnere mich auch gar nicht an ein Musiklevel aus irgendeinem Super Mario Spiel. Moment. Ah, kann man nicht abkürzen? Ich hab's verkackt. Vielleicht höchstens in Mario Galaxy vielleicht? Ich meine, klar, es gibt diese Notenblöcke. Keine Frage, die gab es schon seit Super Mario Bros. 3. Yoshi, Alter. Ich brauche mehr Münzen. Ich finde diese Klaviertöne mal cool, wenn man da runter fährt. Okay. Am besten nicht da, wo das Licht ist hin, weil da beißen die Piranha-Pflanzen ein. Also ich da schön fernhalten. Jetzt kommt Xylophon. Und das andere Xylophon wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, kenne ich ein Musikinstrument gar nicht so aus. Xylophon ist so richtig so ein Musikinstrument, was man im Musikunterricht früher spielen musste. So, die stampfe hin und her. Natürlich könnt ihr auch ein bisschen zerstampfen. Okay.
Flag ist jetzt nicht so schlimm. Ich weiß diese Abkürzung. Ich probiere es mal aus. Ah, ja, geschafft. Ist das geil. Wow. Ey, in diesem Cup halte ich mich eigentlich ganz gut. Ich meine, ich bin bis jetzt die ganze Zeit Erster. Also auf dieser Strecke. Bis auf der Yoshi-Vorfall. Aber es ist die letzte Runde. Da passieren eigentlich mehr die schlimmsten Sachen. Ich wollte es gerade ansprechen, aber da passiert es auch schon. Keine Sorge. Es ist schon geschehen. Aber ihr kriegt mich trotzdem nicht vom ersten Platz runter. Okay, Münzen, das ist super. Im Vergleich jetzt mal, weil wenn man noch nicht die 10 Münzen voll hat, ist das schon nützlich. Ach Mist, habt ihr gesehen, das ist gerade deaktiviert worden, dieser Gleiter. Und deswegen darf ich nicht. So, ich nehme nicht die Abkürzung, weil die Chance besteht ja auch, dass ich es verkacke. Und dann könnt ihr auch den ersten Platz verkacken, deswegen... die sichere Seite. Ja, ja, ja. Nein, er hat's geschafft! Oh mein Gott! Ich habe mich so sicher noch gefühlt. Tja. Melinda. Wenigstens irgend so ein No-Name im Vergleich zu Shy Guy und Yoshi in diesem Fall, weil die jetzt nicht unter den oberen Leuten dabei war. Aber fick dich, Alter! Die ganze Zeit Erster. Und dann ganz zum Schluss, ihr habt's ja gesehen, wird man so ganz kurz vor der Ziellinie noch zerstört. Und jetzt haben wir den das Yoshi-Tal aus Mario Kart 64. Und das habe ich wieder übersprungen. Ich weiß gar nicht, ich bin da echt schlimm. So, was die Strecke mal besonders gemacht hat, ist, dass sie schon ordentlich viele Wege hat. Und im... Boah, ich habe voll den Hustenanfall. Im Nintendo 64-Teil tatsächlich nicht angezeigt wurde, wie vierter man ist auf dieser Strecke. Und das hat nicht den Grund, um einen Überraschungseffekt zu machen, sondern... Oh Gott, Scheiger, du Blödmann. Sondern tatsächlich hat Nintendo es nicht damals geschafft, das so programmieren zu können, weil es so viele unterschiedliche Wege gab, konnten die es nicht anständig programmieren. Oh, ein Pilz. Wie nett. Das richtig darzustellen, wie vierter man ist. Man konnte erst in wie vierter man ist, wenn man in der Ziellinie, also nach der dritten Runde drin war, ne? Dann stand es ja schon offiziell fest. Und hier mal ein riesiges Yoshi-Ei, aufpassen. Aber vorher stand es halt nicht so wirklich fest. Aber in dem Spiel, naja, wahrscheinlich haben die ein bisschen dazugelernt seit 96 oder 97, wann das Spiel rauskommt, der ist für dich. Und jetzt kann ich auch jetzt schon sehen, ob ich Erster bin. Ich meine, man kann sie auch an der Karte so ein bisschen machen. Okay, jetzt gehe ich den Weg hier, ich weiß nicht. Ich sehe auch gar nichts. Ich glaube, ich habe jetzt 4 Wege insgesamt gesehen. In 3 Runden könnt ihr euch ja denken, ich kann nicht jeden gehen. Der Wege. Da gibt es nicht sogar einen 5. Weg. Okay, eigentlich hätte ich das Ding auch behalten können. Ich meine, das hätte mich vor blauen Panzern geschützt. Irgendwie bin ich echt doof. Ich finde es nur easier, das hinter mir herzuhalten. Das schützt mich ja noch viel einfacher vor roten Panzern. Boah, oh, das hat der... Oh, das war mies. Aber guck mal, ich habe einen guten Abstand. Ich schmeiße ihn mal nach hinten, weil ich gierig bin. Gar nicht, was da ankommt. Ich würde es auch gar nicht wissen. So, welchen Weg gehen wir jetzt? Hier lang. Diesmal hier lang. Oh, und da gibt es ja auch nochmal 2 Wege. Also, keine Ahnung. Es gibt echt verflucht viele Wege, die wir fahren können. Und hier schießt man so eine Kanone durch. Wow. Hey, wieso bin ich jetzt Zweiter? Dann frisst das, ganz ehrlich. Anscheinend bin ich voll den Arsch langsam Weg gefahren. Also, ich weiß ja auch gar nicht, ob die alle gleich schnell sind. Ich hatte voll den fetten Abstand und dann auf einmal ist er vor mir irgendwie. Oh, shit, okay, gut. Mal ausgewichen. Wieder Geld. Hoffentlich passiert mir nichts Schlimmes noch vom Ziel, aber ich weiß nicht. Könnte immer was geschehen. Okay, mir geschieht wahrscheinlich nichts mehr. Oh, gut, erst am Ziel. Wow, okay, gut. Boah, ich bin aber gut mit Abstand sogar Erster von den Punkten her diesmal. Das bräuchte einen. Ja gut, dann haben wir es geschafft, einen Goldpokal zu gewinnen. Freut mich. So, wir sind gespannt auf das Ziel. Also nicht auf das Ziel, sondern auf die Highlights. Oh mein Gott, wie wir hier losgefahren sind. Das war so cool. Ich habe einen Stunt gemacht. Ist das nicht toll? Und dann habe ich einen Pilz eingesetzt. Und bin an diesem Ding vorbeigefahren. Da ist Schalke. Und der wird getroffen, weil er ein Arsch ist. Der ist nicht so cool wie ich. Und ich fahre daher. Und in die Kanone. Wo Yoshi mich überholt hat.
wie die Schrift immer glänzt, wenn ich der Erste bin auf der Strecke und beim zweiten Instrumentalpiste, ja, da bist du nur Zweiter geworden. Ja, tatsächlich ziemlich cool. Oh, das ist im Prinzip Mario-Silhouette. Wir haben Blitzker freigeschaltet und einen neuen Charakter und kein neues Kartteil diesmal. Das ist immer davon abhängig, wie viele Münzen wir gesammelt haben. Insgesamt im Spiel. Wann man ein Kartteil freispielt. Also ich kann es euch sagen, wenn man muss einen Goldpokal schaffen, dann schaltet man einen neuen Charakter frei. Und ich glaube, es ist auch Zufall, wen man freischaltet. Und man muss eine bestimmte Anzahl an Münzen sammeln insgesamt im Spiel. Ich glaube, das kann man hier in der Statistik auch nachgucken. Hier, ich habe zum Beispiel 289. Ich glaube, bei 300 würde ich ein neues freischalten. Und meine Lieblingsstrecke ist die GameCube staubtrockene Wüste. Irgendwie macht das alles gar keinen Sinn, aber gut. Wahrscheinlich, weil ich das als einziges zweimal gefahren bin. Ja, gut. Die Statistik ist ein bisschen unnötig, aber, liebe Freunde, im nächsten Part gehen wir wieder online spielen. Also, bis zum nächsten Mal.